Jo, ich bin los. Okay. Hallo und einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bus Simulator. Und das Spiel ist abgestürzt. Gut, wir lernen es einfach nochmal neu laden und dann geht's gleich wieder feucht fröhlich weiter. Arthur, get out of the tank. You're not my daddy. Get out of the fucking tank. I am your dad. You're not my dad. I am your dad. Get out of the fucking tank. I'm in a tank and you're not. I'm literally in a fucking... Hallo und... Okay, das hatten wir gerade schon. Ja, das Spiel ist gerade abgestürzt und tatsächlich hatte ich... Zum einen muss ich erstmal sagen, auf meine erste Folge habe ich 100 Aufrufe. Ist jetzt nicht der Rede wert, aber für meine Wenigkeit, der doch einige Let's Plays gemacht hat, die... Ja, mehr oder weniger gut oder schlecht sind, wie man es immer sehen möchte. Das erste Video als Let's Play mit 100 Klicks und Dankbarkeit an die Leute, die quasi zugeschaut haben, sich das angeguckt haben. Ganz besonders, jetzt kommen jetzt die Grüße an Becky. Und ich weiß, du denkst jetzt wirklich, ach ey, ich supporte dich hier andauernd, warum erwähnst du mich nicht? Und auch an Lars, auch hier in diesem Sinne einfach mal gute Besserung und vielen, vielen Dank, dass du jetzt meine mittlerweile 4 Folgen schon gesehen hast auf dem großen 75 Zoll Fernseher von Werbung dürfen wir hier nicht machen. Gut, das hat schon mal funktioniert, das Spiel ist nicht abgestürzt, ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen leiser. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, auf die erste oder dritte Folge einige Kommentare bekommen. Also einige für mich sind das wirklich sehr viele, aber ansonsten machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Und ich denke mir, für die, die jetzt wahrscheinlich zugeschaut haben, ich habe nicht viel Ahnung von dem Spiel. Ich fahre mit einem niegelnagelneuen Bus überall gegen und habe für mich jetzt so ein paar Memes entdeckt. Und von daher, bevor Opi jetzt hier zu Ende ist mit Quatschen, werde ich jetzt einfach mal so ein kleines Splitscreen machen. Oben links kommt denn oder oben rechts, werde ich gleich mal sehen. Kommt dann das Originalbild und werde einfach mal ein paar schöne Bilder einschneiden. Ein paar schöne süße Bilder, ein paar lustige Bilder. Währenddessen ich versuche jetzt hier meine kommende Aufgabe zu erfüllen, nämlich eine größere Route durch verschiedene Ortschaften zu erstellen. Die Ortschaften werde ich mir jetzt erstmal angucken müssen. Gucken, welche ich verbinden muss und das wird wahrscheinlich so, wie glorreich ich daran gescheitert bin, Angestellte anzulernen, ja, scheitern, ganz einfach. Von daher, Splitscreen und dann hören wir, sehen wir uns gleich wieder, sehen tun wir uns sowieso, aber wir hören uns gleich wieder, von daher, gemacht, viel Spaß. Plane eine Strecke mit maximal 7 Haltestellen, die verbinden Oakville, okay, das habe ich schon gesehen, Siegerwalden und Speicher der Gewerbegebiete. Speichen der Gewerbegebiete. Oh, das Gewerbegebiet. Was steht da? Gewerbegebiet. Astra Park ist ein hoffentlich Speicher des Gewerbegebiets. Weiß ich jetzt hier irgendwie eine Haltestelle nicht. Dann haben wir hier noch Schubber Grounds. Und speichere das Business Parks hier. So, da. Der Controller darf auch gar nicht so weit wegklingen. Da sind wir auch schon wieder. Hat doch etwas länger gedauert. Aber das war doch irgendwie schon gut vorgegeben. Okay. Was hat der Junge gesagt? Ich habe es jetzt nicht durchgelesen. Jedenfalls werden wir jetzt hier einfach mal unsere lange Tour durch das Gewerbegebiet. Oakville und schieß mich tot, die andere. Jedenfalls, die erste Haltestelle, die ersten Leute warten hier schon und das sind ja einige. Holla, die Waldfee. Ich muss was zu tun haben. Oh, ein schön. Ein wunderschönen guten Tag. Wie viele haben wir denn hier?
Oh, wir haben die Rollifahrer wieder hier. Ich habe mich schon irgendwie so ein bisschen beklagt, weil ich zumindest keinen Rollifahrer mehr habe. Und ich in der zweiten Folge oder so wahrscheinlich. Oh, okay. Kurze Unterbrechung. Essen ist fertig. Was willst du jetzt nochmal haben? Komm, bevor wir jetzt hier loslegen. Ja, du kriegst hier Wechselgeld. Danke. Eine Frage. Bitte schön. Natürlich. Was willst du haben? Einzel, Standard. Komm. Alexa? Danke. Ausschalten. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Woche. Standard. Oh, ich will jetzt auf Wechselgeld. Ey Leute, ich will essen. Ohne Scheiß. So. Zack. Ja, du kommst leider nicht mit. Nein, natürlich nicht. Das war ein Spaß. Das war ein verdammter Spaß. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bin kurz mal essen. Machen Sie es währenddessen. Schön, James Blunt sehe ich da gerade im Mittelgang, der gerade da steht. Sie singen jetzt einfach mal ein bisschen für uns, solange ich mir mein Essen hole und essen werde, okay? Alexa, spiel James Blunt. Zufallswiedergabe der Songs von James Blunt auf Amazon Music. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Ah, so, da sind wir auch schon wieder. Das war lecker gewesen. Ach. So, frisch gestärkt. Und los geht's. Okay. Meine lieben Fahrgäste, wir sind wieder da. Mal kurze Pipi-Pause gewesen. Spiegel gucken, die Autos warten nicht. So schön, das klingt ja auch gar nicht. So, dann hoffen wir auf einfach mal, dass ich hier im Video weniger Unfälle baue. Wie gesagt, der Mann-Bus ist doch einiges länger. Und hier sind wir auch schon in der ersten Kurve. Vorsicht, Vorsicht. Oh, ja, das wird gut. Ja, liebe Fahrgäste, das war eine sehr gute Kurve gewesen. Das ist mir scheiße, ob du aussteigen möchtest. Das ist eine Bushaltestelle hier. Und ja, das sind wir auch schon. Oder muss der Rollifahrer aussteigen? Ich brauche eine Fahrkarte. Natürlich. Schnell durchgerattert. So viel Wechselgeld hier. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Und zwei Stück für den Schizophren. Und er zahlt ja auch hier für zwei. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich weiß nicht mal, ob ich den Typen da hinten im Rolli da rauslassen soll. Was willst du haben? Einzel, Standard. Das ist ja viel los hier. Ah, hier kriegst du, ist mir egal. Eine Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte. Oh, ey, Leute. Ist nicht böse gemeint, aber. Moment. 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 Moment.
Bank liegt. Okay, er wollte anscheinend nicht raus. Puh. Okay. Schon mal 3 Minuten zu spät. Müsste man eigentlich bei Zeiten doch nochmal vielleicht mal gucken, ob man jemand beim Schwarzfahren hier erwischt. Oh, ei, 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 ei. Schlagloch. Ach, ist egal. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Den habe ich gar nicht gesehen. Hat aber einen Schock bekommen. Ja. Geht's ihm gut? Echt schön, dich zu sehen. Oh. Ja, ich wünsche dir was. Das erste Menschenleben, auf dem Gewissen. Lebt der da hinten noch? Ich bin geschockt. Ich bin wirklich geschockt. Jetzt muss ich auch noch hier drauf achten. Ey, das gibt's ja nicht. Und das auch noch mit dem Controller nebenbei. Gut. Solange es hier noch keine Fahrradfahrer gibt, bin ich zufrieden. Das wäre jetzt hier wirklich... Scheiße. Oh, was ist im Bus vergessen? Gerade nicht. Hier hat jemand was im Bus vergessen. Weg. Hast du was im Bus vergessen? Wo ist hier? Da ist bestimmt was Wertvolles drin. Ein Geschenk und ein... Oh. Wo bist du? Scheiße, wo bist du denn? Nee. Scheiße. Ach, schicker Bus auf alle Fälle. Warten Sie hier. Oh. Nee. Da. Junge Frau! Hey! Bitteschön! Die zappeln immer so, wenn sie sich freuen. Das ist toll. Gut, liebe Fahrgäste, mit etwas Verspätung geht's jetzt weiter. Was ist mit der Frau? Wo kommst du denn her? Kann ich bitte eine Fahrkarte? Natürlich. Ja, fast schief gegangen. Ist sowieso immer kurios. Passt das gerade doch ein bisschen zum Thema, weil die Frau hier fast... Warum habe ich dich mitgenommen? Es ist ganz schön dunkel hier hinten. Wenn Sie mal das Licht anmachen. Oh. Ja, du nervst mich. Ganz ehrlich. Hier, guck mal, hier. Oh. Besser. Verstehe gar nicht, man wollte hier ein Licht haben. Schön. So. Jetzt hier nicht ablenken lassen. Bis jetzt haben wir mit dem Fahrzeug noch keinen Schaden. Aber jetzt wird es hier auch alles so ein bisschen tricky, weil man sieht ganz gut, hier sind Fußgängerübergänge. Also irgendwann habe ich hier ein Video zusammen, da mache ich hier keine Unfälle mehr. Oder ich baue hier keine Unfälle mehr, aber ich überfalle den ganzen armen Fußgänger hier. Und gut. Der lässt uns hier rein. Vielen Dank dafür. Ein schöner Händegruß, schöner Winke. God save the Queen. Vielen Dank dafür. Und das war's auch schon. Altes Sägewerk, Endstation. Auf alle Fälle sieht man jetzt hier viel, viel mehr. So ein bisschen von der Karte. Das ist wesentlich schöner als nur im Astra-Park rumzugucken. Und ja, hier auf der rechten Seite müsste es gleich kommen. Oh! Okay. Entschuldigung! Bis dann!
für jeden, den ich jetzt ein bisschen Zeit erspart habe. Ist natürlich doof gelaufen. Was haben wir denn an Einkommen? Oh. 20.000 für ein Menschenleben. Nee, dazu mache ich jetzt keine Scherze. Nein, okay, das ist verständlich und 20.000. Ich bin gerade für lau gefahren. So, liebe Fahrgäste, da haben wir ja gerade die Station hier angefahren. Mich doch ganz gerne wieder Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Karte. Was? Ach so. Ihr. Hallo, junge Frau. Was? Ihre Fahrkarte, so. Bitte. Dankeschön. Links, Schwester. Vielen okay. Dank. Und eine weitere Fahrt. Oh, da. Ey, Svenny, ich bin's. Svenny, lass mich mal rein. Svenny, wie geht's dir? Ah, hier, Svenny, du musst aufpassen. Pass gut auf, ja? Nicht schon wieder jemand überfahren. Ich weiß, ich wartete. Siehst im Übrigen aus wie ich, aber nicht jemanden überfahren. Das kostet uns nur Geld. Okay? Alles klar. Gute Fahrt. Ha, das läuft doch. Das erste Mal, dass ich wen hier sehe. Aber Svenny, du musst auch langsam mal fahren. Svenny, gute Fahrt. Haben Sie eine Fahrkarte? So. Selbstverständlich nicht, deswegen fragen Sie ja nach. Ja, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Einzelfahrausschein und das einmal. Bitte sehr. Ey. Oh, Entschuldigung. Nee, aussteigen. Wollen Sie einsteigen? Ja, hätte ich. Noch ein bisschen was riskieren muss. So, hier rum. Vor den Strand. Das ist ein bisschen knapp. Könnt ihr auch mal von Gas gehen, aber wir haben keine Zeit. Ui, und dann auf. Ui. Auf den Stick hier raufgekommen. Oh. Ah, riskantes Überholmanöver. Richtig schön vorbeigebrettert. Mit 120 Sachen. Boah, Alter. Okay. Ich hab Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Okay. Ah, fuck. Er kommt ja wirklich alles. Muss ich gleich richtig Slalom fahren. So. Das viel sicherer ist, ich wage es ja zu bezweifeln. Nee, hier nicht. Puh. Was soll ich denn sagen da hinten? Das ist halt einfach manchmal so. Die Menschen rasten einfach aus. Das ist halt so. Manchmal muss man einfach die Ruhe in Person. Was ist denn hier los? Hier. Parkplatz. Ey. Spaß.
Spaß war das natürlich. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine angenehme Woche. Und für denjenigen, der morgen frei hat, genießen Sie die Zeit ohne die Arbeit und mit viel Vergnügen. Auf Wiedersehen. 600 minus, nur 13.500 eingenommen. Das ist aber auch nicht allzu viel. Okay, Rundfahrmodus war was anderes gewesen. Ich brauche eine Fahrkarte. Was hätten wir gesagt beim letzten Mal? Alt über 10 Euro wird kleine Aussicht geben. So, damit kannst du jetzt gerne mal einkaufen gehen. Danke. Eine Fahrkarte. 70 sind hier erlaubt. Ich weiß nicht, was die wollen. Boah, das ist aber wirklich der bescheuert gemacht, ganz ehrlich. Das ist mir jetzt scheißegal, gerade jetzt hier vorbei. No! Fuck, ey. Schlagt euch das im Gezirk, wirklich scheißegal, Alter. Die Straße wird jeden Tag katastrophal. Ja, schlimm, oder? Was soll ich machen? Ach, ey, ja. Das ist wirklich, das ist Riesenverarsche. Mitten vor der Haltestelle nochmal so ein Schlagloch. So. Was ist das? Das ist Verarsche. Hallo, junge Frau. Oh, leck mich hier richtig am Arsch, ey. Ja. Was denn nun? Müsst ihr jetzt rein oder nicht rein? Und es ist immer nicht freigeschaltet. Was ist denn der Rundfahrmodus? Verzweiflung pur. Ich verzweifle hier. Ich, von daher, bis die Tage. Viel Spaß. Jetzt haben wir heute mal Freitag. Ein wunderschönes Wochenende schon mal vorab. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.